So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Mittlerweile ist es draußen ganz dunkel, wie man sieht. Ne? Ist auch schon 23 Uhr, holy shit. So, wollen wir mal weitermachen bei unserer, ja, ich gehe in die Hölle oder so, I don't know. Mal gucken, wo das Ganze endet. So. Immer noch Level 35. Und es fehlt noch so viel XP. Ob das noch was wird, ich weiß ja nicht. Ich bin ja mal gespannt. So, zuallererst Hardcore. Zeit zu gehen. So. Geschlafen haben wir, getankt haben wir. Okay. Ah, wir haben 1500 Kilometer. Lass mich vorbei? Ja, lass doch, okay. Wie viele Fahrten muss ich eigentlich noch aufnehmen? Ah, noch 5 mit der. Ja, doch, klingt machbar. Klingt machbar. Das kriegen wir hin. Das schaffen wir, Dicke. Gut, ich war auch. Wir fahren auch relativ viele Nebenstraßen. Weiß ich nicht. Wie uns das denn bremst, sag ich jetzt mal, weil klar, wenn wir die ganze Zeit Autobahn fahren würden, easy, dann schaffen wir 1600 Kilometer in maximal 4 Folgen. Aber, ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Wie gesagt, wir müssen nicht alles schaffen. Ist ja keine Aufgabe, also ist ja kein Auftrag, sondern wir fahren einfach nur rum. So, ne. Wir können jederzeit wieder zurück nach Japan fahren und mit Miku Hatsune rummachen oder Adonai, Gerl. Also ich darf nur zugucken. Meine Miku. So. Ich glaube, du musst die andere Spur, ne? Ja. Mein Bart streift die ganze Zeit dein Mikrofon. Scheiß Bart. Schön auf der Spur bleiben. Das Einzige, wo wir gerade schon mal von Miku reden, wo wir in der letzten Folge auch ein bisschen über das neue Update gesprochen haben, 1.50. Was natürlich das Problem ist, wo ich mal so ein bisschen Angst habe, ist, gerade wenn so Updates kommen mit größeren Änderungen und die Grafik-Engine wird überarbeitet. Ich hoffe nur, dass mein Skin trotzdem immer noch funktionieren wird. Das Problem ist, an dem Punkt, wo dieser Skin nicht mehr funktionieren sollte, werde ich wohl gezwungen sein, im Rahmen des Let's Plays keine Updates mehr machen zu können. Nichts hat denn mehr mit neuen Versionen. Denn ich bin nicht bereit, diesen Skin aufzugeben. Und daher bete ich, dass dieser Skin für immer funktionieren wird. Oder wenn der Skin eines Tages nicht mehr funktionieren sollte, vielleicht gibt es ja bis dahin dann neue Skins. Aber es gibt halt in die große weite Internet keine vernünftigen Miku Hatsune Skins. Ja? Ich verstehe es nicht.
Oh, wir kreuzen wieder eine bekannte Straße. Linda V. betrachte dich als gekündigt. Ich warte eher auf Elon Musk. Digga, wie viele finden eigentlich doch keine Aufgaben, keine Aufträge? Was ist denn da los? Bitte links halten. Das ist aber ein hoher Baum. Der steht irgendwie so ein bisschen raus. Ah, ich freue mich schon auf den Spurhalteassistenten. Kann ich auch einfach mal mit der Kamera rumspielen, oh, oh, ohne dass sowas passiert. Mehr Glück als Verstand, der Junge. Welche auch sonst liegt, sieht keine Ausfahrt. Frauen. Ach. Eines Tages kriege ich für meinen komischen Humor mal richtig einen Shitstorm. Ja. Auf den Tag freue ich mich schon. Und dann, wenn der Shitstorm kommt, dann würde ich sagen, aha, guck mal dieses Video. Ich hab's gewusst. Dann zieh ich meine Hose runter und scheiß auf den Shitstorm. Dann ist es ein beschissener Shitstorm. Bitte links halten. Ist das schon fast ein Zungenbrecher, ey. Holy Guacamole, was ist denn da los? Da sah es aus wie so eine Baustelle. Eigentlich können wir hier bleiben. Let's go. Route neu berechnen. Immer geradeaus. Bleib ja grün. Bitte rechts halten.
halten. Na komm, zieh vorbei, Junge. Hä, sieht dein Kopf nicht aus. Oh. Jetzt stock ich von mir alle drum, ja. Lass mich mal lieber ein bisschen zurückfallen. Der Junge vor mir macht ganz komische Sachen gerade. Er glaubt, der hat ein schlechtes Internet. Der hat einen Ping von 300 oder so und jetzt bremst natürlich auch noch. Ja, Horn funktioniert. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Hallo, Fahrt, wir haben grün, Leute, wir haben grün. Biege nach rechts ab. Oh. Klaut mir ein ganzes Momentum, Leute. Momentum braucht eh keiner. Sorgt eh nur dafür, dass man effizient von A nach B kommt. Man kann doch einfach andere stehen bleiben und wieder anfahren. Hätte ich doch wenigstens einen Hybrid-LKW. Könnte ich wenigstens die Kraft, die ich beim Bremsen vergeude, zum Anfang wieder benutzen. Zum Teil. Links halten und dann links abbiegen. Wow, das war eine Glasfront, Alter. Spiegelt ja extrem. Biege nach links ab. Rechts ab. Heilige Ampel. Stadtzentrum von Nürnberg. Jetzt gibt es sogar überall U-Bahn. Wie geil ist das denn? Oh, ist unten. Wow. Sieht immer interessant aus. Ich wüsste gerne mal, was unten mal war. Weil der so abgesetzt ist. Holt. Ich dachte gerade, der Typ da in dem Fenster holt der Kamera da einen runter oder so. I don't know. Sah gerade sehr komisch, was der da gemacht hat. Oh, und kommst du schon, Kamera? Ja. Warum ist das da extrem tiefer in der Mitte? Ja, mein LKW ist das schönste im gesamten Bild. Aber in dem Bild hat nur ich einen Schatten, alles andere hat gar keinen Schatten mehr. Zu wissen hat der dunkle Schatten mehr. Da, der große Schatten war weg. Hallo. Ich würde gerne mal gucken hier. Ja, endet ja einfach nur. War schon fast klar, aber ich wollte trotzdem einfach mal gucken. Vielleicht haben sie doch ein bisschen weiter modelliert. Aber ich frage mich jetzt gerade, was das hier eigentlich ist. Warum ist das hier so extrem vertiefert? War hier früher ein Bach? Den sie einfach dann zweckentfremdet haben, weil auch so eine alte Stadtmauer ist. Oh, jetzt eine richtige Stadtmauer.
Ich glaube mal wirklich, dass das hier für irgendwas militärisch Wichtiges war. Und hier einfach ein Graben gezogen wurde. Warum auch immer. Tja, natürlich die Frage, ist der Graben hier künstlich gezogen worden? Wenn ja, warum? Oder war das nicht vielleicht die ursprüngliche Höhe und der Bereich wurde aufgeschüttet? Für die Stadt denn später? Ne? Kann ja auch sein, dass hier das eigentlich die Originalhöhe war. Und dann, als die ganzen Straßen gebaut haben, der wird die Autos nicht hoch und runter, ne? Sondern damit es wirklich alles schön eben planiert ist, dass sie dann das gesamte Gebiet aufgeschüttet haben. Wäre nicht das erste Gebiet, wo man großflächig Sachen aufgeschüttet hat. Also, ne, ist das nicht, dass es super seltsam wirkt oder so. Hallo Ampel. Schau mich an! Nicht speichern, anschauen. Keiner versteht mich. Ist ein Auto, ne? Ah, haben wir da diese Foto? Doch, Foto haben wir gemacht, ne? Also, wurde auch akzeptiert, ja. Wurde akzeptiert. Ach ja, wollt ihr nicht eine Garage kaufen oder zwei? Immer geradeaus. Ach, mach ich später. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich meine, wir könnten auch gleich da hinten die beiden Fragezeichen abklappern, ne? Ja, doch, machen wir. Volvo! Jawohl, ja! Endlich mal eine gute Otto, LKW-Händler. Demnächst rechts abbiegen. Dann müsste das in der Arbeitsagentur sein, gell? Rechts abbiegen. Ja. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Gut, das links und rechts gucken war gerade sehr unoptimal. Aber hey, es gab keinen Unfall. Also
Wo kein Richter, da kein Richter. Biege nach links ab. Ja. Gut, eigentlich wollte ich auf der linken Spur bleiben, aber hey. Ne, hier geradeaus. Läuft da gerade richtig gut bei mir, was denn los war mal? Schon so spät oder was? Aha, bin schneller als du. Ja, ich weiß, ich habe mehr Sprit verbraucht als du. Leck mich. Da geht's auch wieder runter. Ist das vielleicht einfach so ein Ding in Nürnberg? Dass sie dort Gräben mögen? Der so schräg. Auch mal so langsam. Fahr doch mal, Menschenskinder. Auf 50 runtergebremst, die Klops, ja. Bitte rechts halten. Bitte links halten. For a minute and a whole day week.
Na komm, ich hatte nicht mal von vorne. Einfach so mitten im Drop anzufangen, ist ja auch langweilig. I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I'm fucking okay. I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk. I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways. I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I've been slaying. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the hole, controlling my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Calm down, make new thoughts. Like drop it off of that rooftop. Hold my devil when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, stop standing, killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose weight. Ripping heart of my less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till the diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a goddamn mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Calm down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my devil when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's your stop. Standing and killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose faith. Dann soll es mit der Folge gewesen sein an der Stelle. Tankkoffer machen wir in der nächsten Folge. Ist auch schon über 30 Minuten. Von daher, bis dann.